Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo. Wir sind zurück in Sparta. Bei unserer Civ 6 Partie. Ich habe jetzt eine Weile nicht gespielt. Hab mir jetzt angeschaut, was wir so machen. Und wir haben einen Erfolg. Wir haben Partisanen rekrutiert. Finde ich gut. Und wir haben eine Beförderung zum Meisterspion geschafft. Die Mission in Banza Kongo war erfolgreich und der Spion wurde nicht entdeckt. Finde ich gut. Finde ich ausgezeichnet. Ich habe mir angeschaut, wir sind von 7 Stadtstaaten der Souverän und 9 gibt es insgesamt. Ich weiß gar nicht, wie wir das gemacht haben. Aber wir haben echt Unmengen an Gesandten offensichtlich gekriegt, also es scheint sich auszuzahlen, wenn man da versucht mitzuarbeiten. Partisanen erfolgreich rekrutiert. Na, schau das an. Das finde ich ja cool. Ja, das wird ihnen die Arbeit aber ein wenig schwerer machen. Zotikos, Linguist, Zeit für Abschluss aller Missionen um 25% verringert, klingt gut. Benötigt keine Zeit zur Präsenzentwicklung in einer feindlichen Stadt. Dann könnten wir ihn schneller hin und her schicken. Na, gegen Spionage vergessen wir. Entweder Verkleidung oder Linguist. Beide beschleunigt ihn. Das eine beschleunigt ihn an dem Ort, wo er ist. Das andere beschleunigt ihn, wenn wir ihn hin und her schicken. Wollen wir ihn dann hin und her schicken? Nö. Wasten. Passt schon. Wir brauchen Wohnraum. Und wir haben einen zusätzlichen Handelsweg. Wieso das? Ich habe keine Forschung noch. Ah, vielleicht einmal ein Handelsdings. Vielleicht einmal ein Handelszentrum gebaut oder so irgendwas. Okay. Ja, wir haben Frieden mit den Arabern. Diese Bombarden bleiben einfach stehen mal. Der Musketier genauso. Der Kuro macht auch nicht viel. Die Feldkanonen stehen hier auch nur rum. Der Apostel verbreitet hier keinen Glauben. Wir haben hier schon den Glauben. Wir könnten nach Karthago gehen und Karthago wieder versuchen zu bekehren. So, Mykene. Ja, du hast das Handelszentrum wahrscheinlich gebaut. Du kannst jetzt einen Markt bauen. Was kann man kaufen? Mach mal den Markt mal. Was soll's? In Sparta werden wir wieder einen Händler bauen, oder? Es hat 6 Züge bis zur Fabrik. Ja, wenn wir die Fabrik haben, sind wir dort noch schneller. Rembrandt, mach noch ein Werk. Agatha, Bass. Ein Porträt. Okay. Ja, genau, ich kann mich erinnern, irgendwie, wenn man das verschoben hat oder gemacht hat, kann man es dann 10 Runden lang nicht mehr verschieben. Wir haben da einen Themenbonus 2, verdoppelter Tag, wenn Objekte desselben Typs von unterschiedlichen Künstlern ausgestellt sind. Okay. Wir haben hier eine religiöse, ein Porträt und ein religiöses. Vielleicht schafft der Rembrandt noch ein zweites religiöses, noch ein drittes religiöses. Weil die zwei religiösen sind von dem Herrn
Rubioff und vom Herrn Bosch. Ja, ja. Und wir haben noch einen Handelsweg. Einen Handelsposten. So. Machen wir den. Ah, hier. Bauen. Ich hoffe, es ist euch klar, dass ich diese widerlichen Missionare hier nicht dulden werde. So, Rembrandt, machen noch ein Werk. Hey, das ist wirklich ein religiöses Werk. Abraham und Isaac. Aber ich fürchte, das kann ich jetzt nicht verschieben mit dem. Ja, kann 10 Runden lang nicht bewegt werden. 8 Runden. Gut, das heißt, ich muss 10 Runden warten, um das da daher zu tun. Na gut. Aber wir werden das schaffen. Ich wette, ich vergesse es dann wieder. Nix. Die macht's auch nix. Du hier bist daher. Und verbreitest den Glauben. Machen wir mal den Islam da wieder raus. Was ist hier? Bringen wir mal darauf. Wir tun so, als wären wir freundlich und nicht im Weg. So, Händler. Wir haben da jetzt in all unseren Städten, außer in Pergamon und Knossos und Aleppo, so ein Dings. Hm. Könnten ihn nach Philadelphia schicken. Das werden wir machen. Oder haben wir bei den Stadtstaaten vielleicht auch jemanden, der einen Handelsweg braucht, um einen Gesandten zu kriegen? Nein, aber Toronto. Wow. Ist auch nicht schlecht. Ja, machen wir trotzdem nach Washington. Warum nicht? Warum nicht? Du gehst Vanderbrunei vielleicht, da haben wir noch nicht, oder Valletta. Valletta. Mhm. So, mein guter Freund, was machen wir als nächstes? Hochposten, hört die diplomatische Sichtbarkeit an. Partisanen, Produktion sabotieren, Mittel abschöpfen, Technikbonus stehlen.
versuchen wir einen Technikbonus zu stehlen. Schauen wir mal, ob wir gefangen werden. Irgendwann mal wird uns das wohl passieren, wenn wir so weitermachen. Immer volles Risiko. Ab da. Das mit den Partisanen hat ganz gut funktioniert. Machen alles kaputt da. Das nennt man Land destabilisieren. Wir haben den CIA geschickt quasi, um einen Putsch anzuzetteln. Mittelalterliche Mauern gebaut, naja. Das schreckt mich jetzt nicht. Versuchen zu konvertieren oder Kairo. Das wird jetzt wahrscheinlich eher nicht so gut ankommen beim Dings. Oder Aden. Darunter. Oder da drüben wen. Versuchen zu konvertieren. Andererseits, vielleicht gehen wir auch einfach nur darüber und warten auf darauf, dass wir haben doch 10 Händler gehabt. Wo ist der 10. Händler hin, frage ich mich gerade. Ja, wir haben auch 2 weggeschickt, oder? Ah, da ist schon wieder einer fertig, deshalb. Pergamon. Du und ich, wir fahren mit dem Auto oder mit der Bahn. Aber Wirtschaftsexperten reisen mit der Infrastruktur. Wir können jetzt eine Börse bauen. Schau dir was an. Und Big Ben. Verdoppelt die aktuelle Schatzkammer. Muss an einem Fluss neben einem Handelszentrum Bezirk mit einer Bank gebaut werden. Plus 6 Gold plus 3 Punkte für große Händler. Okay. So, euer Kultur ist dominant. Ihr habt so viele Touristen angezogen, dass eure Kultur dominanter ist als die Kultur Arabiens. Das will ich doch hoffen. Schauen wir mal. Wir kriegen 37 Touristen. 7 aus dem Kongo. 10
aus Amerika, 6 aus Japan, 8 aus Azteken und 6 von Arabien. Ich meine, es ist nicht so schwer, besser als Arabien zu sein. Die haben 0 von 163. Ich habe keinen einzigen externen. Nächstbeste ist Kongo mit 26 Touristen. Na gut. Wie schon gesagt, ganz sicher bin ich mir jetzt nicht, wie ich dieses Spiel gewinne, aber wir werden es auf jeden Fall mal so versuchen. Okay. Du bist darüber. Du sollst du nicht dazugehören. Du wartest hier. Ist hier. Du auch. Gut, Händler. Errichten wir einen neuen Handels. Was? Handelsweg errichten, genau. Nach Banda Brunei vielleicht. Und nach Karthago. Banda Brunei klingt gut. Bauen wir quasi für den Amerikaner Straßen. Boah, der ist schon weit vorne. Ja, wobei anders jetzt. Was da? Bei der Chemie nehme ich mal an. Das können wir schließlich auch schon alles machen. Was machen wir als nächstes? Dampfschiffe. 3 klingt gut. Müssen wir davor schon mal wieder aufholen. Kulturtechnisch sind wir eh vorne, ziemlich weit. Mhm. Mhm. Da bleibst du mal stehen. Okay, noch ein Handelsweg fertig. Zeitgleich sogar. Wieder 8 frei. Also 8 von 11 nur. Und nachdem ich die verschickt habe, habe ich immer 10 von 11. Händler müssen wir auch bald bauen. Ja, was willst du von mir? Du schaust immer so böse. Du hättest gerne Salpeter für das alles. Ja, wieso nicht? Ich habe noch 2 weitere Salpeter offensichtlich. Und auch hier will ich sowieso keine Einheiten bauen. Verdammt, ich gehe da gerade ins Telefon. Ah, ich darf nicht vergessen, wir haben jetzt 1900 Glauben. Hätte ich glaube ich schon vorher machen können. Wir können noch einen Naturforscher bauen. Machen wir glatt. Du stehst da. So, Sparta. Hattin, Halab, Aden, Medina. Ja, okay. Wo kann man Kairo? Kairo vielleicht. Machen wir doch glatt. Spion. Wo schickt man den hin? Nach Arabien natürlich.
Männer müssen wir schön fest Sachen kaputt machen. So. Kairo hat 2. Alle anderen haben maximal einen. Ein Zentrum. Und dann auch noch Kairo. Nur zunächst einmal. Naja. Mal zuerst einmal Quellen abschöpfen. So, wo stehst denn du? Weiter verbreiten. Wir brauchen den Wohnraum. Mykene braucht eine Fabrik oder wir brauchen vielleicht besser einen Händler. Wir brauchen einen Händler. Pergamon. Du brauchst eine Fabrik auf jeden Fall. Abgeordneter Nike hat etwas Wichtiges erfahren. Sein Stiegenland hat seine Freundschaft mit Japan verkündet. Mal schauen. Finde ich gut. Warte mal, habe ich jetzt schon wieder vergessen, Dings zu machen? Ach, ich bin so dumm. Ich hätte wissen müssen, dass er nicht von Spionage gegen mich zurückschreckt. Schickt sofort eure Spione weg. Ja, ja. Wir haben genügend andere Plätze, wo wir hingehen können. Saladin mögen wir so oder so nicht. Mit dir will ich keinen Krieg führen. Du bist zu weit weg. Aber wenn man das Saladin den Krieg erklärt, ist mir das egal. Und tschüss. Außerdem sein Geschäft wieder noch fertig machen, natürlich. Ah, wir sind aufgeflogen, offensichtlich. Echt jetzt? Du hast Hattin da gebaut. Daher. Was? Ah, okay. Verstehe. Wir haben zuerst den Fluchtweg gewählt und dann hatten wir einen Fehlschlag. Also die Flucht hat zumindest geklappt. Nein, nein, ah, Mist. Ah, Idiot. Wir würden gerne so einen Naturforscher wollen wir bauen. Vielleicht sollte ich es gleich offen lassen. So, was brauchen wir hier? Wir könnten eine Börse machen. Und das Arsenal von Venedig. Das Ruhrgebiet. 20% bla 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 bla. Benötigt Fabrik.
muss an ein Industriegebiet im Besitz dieser Stadt angrenzen. Da könnte man das nur hinbauen. Daher. Da könnte man auch die Börse, meine Börse bauen. Mehr Geld schadet nicht. So, Naturforscher. Ja. Könnten Renaissance Mauern einfach bauen. Ist auch nicht schlecht. Derzeit bringen die, glaube ich, sogar schon Tourismus. Mhm. Gegeben für Zeug. Nein, das lehnen wir natürlich ab. Ich gebe dir keine von meinen Kunstwerken. Genau, von Mykene, wenn wir noch ein Repo machen. Man sollte nie einen Schützen kritisieren, solange man nicht mindestens 1,5 Kilometer in seinen Schuhen gelaufen ist. So ist er barfuß und man selbst gelangt außer Schussweite. Das ist gut. Der Spruch ist gut. Der ist lustig. Das auch nicht kaufen. Wenn ich das gekauft habe, kann ich es dann kaufen? Nö. Also mit Sparta kannst du so nicht kaufen. Mhm. Ärgerlich. Das wäre zwar perfekt dort, aber ich müsste noch irgendwie deine Stadt herbauen. Sehr ehrlich. Na gut. Naturforscher. Dann baust halt daher. Kann man auch nichts machen. Ist trotzdem recht hübsch. Noch Sachen abbauen, ja, wirklich. Tun wir auch sogar. Hm. Inquisitoren und was weiß nicht, was da alles rumhängt, nur sehr was. Und
Dampfmaschine als nächstes. Der ist schnell. Immer schon über die Heurikas. Produktion. Börse. Lagerhafen. Nee, kein Hafen. Eine Arena. Nicht das Kaufmanns, das Bolschoi-Theater. Naja, ich weiß nicht. Da kann man nichts bauen. Schauen wir mal, ob wir noch irgendeinen Bezirk. Wieso können wir da nicht bauen, frage ich mich gerade. Müssen wir dann irgendwo drüber bauen, wo wir schon was haben? Gut, wenn du sagst, wir hören auf diese Runde, dann machen wir das auch. Herrschaften, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch nicht gefallen, dass unser armer Spion vertrieben wurde, wo er war. Ja, auf jeden Fall. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.